Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Astroneer. Ich bin jetzt in der letzten Folge ja losgedüst, um hier unsere Lager mit lauter tollen Sachen zu füllen, unter anderem mit Harz. Und wie ihr sehen könnt, das Ding ist voll mit Harz und Gemisch. Das war eine richtig super Ausbeute. Ich habe euch da jetzt nicht alles zeigen wollen, weil ne, ich glaube, so spannend ist das nicht, wenn ich da einfach irgendwo nur Harz und so weiter absammle. Daher habe ich das jetzt einfach mal rausgeschnitten. Und dann können wir das jetzt einfach hier wieder aufladen. So, da haben wir ein komplettes Lager damit voll. Dann machen wir jetzt hier noch ein Lager gemischt mit Harz. Sowie mit Gemisch voll. Ach, wobei. Das ist ein komplettes Lager mit Gemisch. Das nehmen wir komplett so mit. So, und jetzt werden wir noch eins durchmischen. So. Und eine Sache habe ich gesehen gehabt, dass ich wieder hergefahren bin. Die Ressourcen, die in der Basis liegen, die sind manchmal einfach verschwunden. Und ich glaube, die sind tatsächlich wieder durchgeflutscht und liegen jetzt irgendwo ganz tief unten drin. Im Keller oder so. Nee, Quatsch, wir haben doch unten drunter einen Stollen gebaut und ich denke, dort liegen massenhaft Ressourcen, die hier keinen Platz in so einem Lagerbehälter gefunden haben. Ob das jetzt so gut ist, ist die große Frage. Aber im Moment macht es ja quasi nichts, also kann man das schon mal tun. Sudeli. Ich würde sagen, das sieht sehr gut aus. Jetzt müssen wir nur noch... Ach ja, genau, ich werde einfach hier mal den Sauerstoff auch noch mitnehmen. Dann können wir nämlich gleich beim Rückflug, wenn wir wieder auf dem Planeten sind, ein bisschen erkunden und rumlaufen. Ohne, dass wir uns Sorgen machen müssen, was mit dem Sauerstoff ist. So, super Sache. Jetzt sind wir auch damit voll. Denn würde ich sagen, packen wir es. Das sollte dann jetzt erstmal genügend sein, dass wir da auf dem Planeten ordentlich was bauen können. Lohnt sich dann doch, wenn man so einen Versorgungsflug startet, ne? Okay, wir starten wieder. Ja, da hinten ist unser Fahrzeug. Da hinten ist das Fahrzeug. Das müssen wir uns merken das nächste Mal, weil dann werden wir das wiederholen. Oder vielleicht mache ich das dann auch, wenn das LP hier quasi schon beendet ist. Und düse dann so nochmal rum. Okay, wir wollten zurück auf unseren verstrahlten Planeten. Das ist er. Jetzt, wo wir hier richtig fett was bauen können, müssen wir uns ja keine großen Sorgen machen mehr. Also, wir suchen uns auf dem verstrahlten Planeten wieder einen schönen Platz. Ich glaube, wir waren hier bei irgendeinem solcher Dinge. War das so? Ich weiß nicht, das sah jetzt spannend aus. Landen wir da mal. Ich denke, man kann schlechter landen hier. Das passt, da bleiben wir einfach mal. Okay, sehen wir uns mal um. Beinahe in die Pflanze reingelaufen. Beinahe in die Pflanze reingelaufen. Die hätte uns gefressen. Was haben wir denn hier? Malachit? Ja, das ist Malachit, okay. Wow, das sieht echt schön aus hier hinten. Ich liebe ja die Lichtstimmung hier. Die ist schon ziemlich Knüller. Da hinten noch mehr Malachit. Das dürfte Titan sein, das wir nicht wirklich brauchen im Moment. Wobei sich vielleicht auch die Rezepte verändert haben. Hier ist ein bisschen Alu. Ach, das passt. Ich denke, wir bleiben erstmal hier. Und dann können wir uns ja immer noch irgendwie unten reinbohren und suchen, hier eine Höhle zu finden. Es geht ja im Moment tatsächlich nur darum, hier eine kleine Basis zu bauen. Mehr muss ja hier erstmal gar nicht passieren. Und dann können wir gucken, wenn es dann irgendwann mal größere Änderungen gibt, dass wir wieder reinspringen ins LP. Und das weitermachen. Was ist das hier? Auch eine Pflanze, die uns essen will? Oder ist das... Hä?
Ich wette, da war eine Pflanze, die uns essen will, drin. Und aus irgendwelchen Gründen ist sie jetzt nicht mehr. Na gut. Hallo? Oder geht das nur auf der Seite? Was ist denn da jetzt los? Muss ich dazu erst... Wir werfen das Sauerstoffding hier einfach mal weg. Und dann nehme ich das hier mal und kann ich jetzt hier was dran bauen? Auch nicht. Wieso ist das defekt? Okay, das geht hier wohl nicht. Dann müssen wir nochmal starten. Wir müssen uns eine andere Stelle suchen. Was ein Pech jetzt aber auch. Hätte ich jetzt nicht vermutet. Dann suchen wir uns irgendeine Stelle hier in der Nähe von diesem Berg. Der sieht doch recht beeindruckend aus. Da gibt es natürlich nichts direkt in der Nähe. Außer hier vielleicht. Dann gehen wir wieder hier hin. Ein Gag wäre ja jetzt, wenn das wieder der gleiche Platz ist. Ist es aber nicht. Nein, ist es nicht. Ist mir jetzt auch egal. Und wir können hier nichts mehr anbauen. Was ist denn da los? Das war doch vorher der Clou. Geht das jetzt? Warum geht das nicht mehr? So, folgende Sache. Ich speichere jetzt quasi das Spiel. Ich beende die jetzige Aufnahme, allerdings nur für euch mit dem Schnitt. Ich lade das Spiel nochmal neu, vielleicht ist es ein Bug. Ich hoffe, dass es einer ist. Wenn nicht, dann keine Ahnung, dann müssen wir nochmal gucken. Also, wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin. Und Schnitt. So, da bin ich wieder und wie ihr sehen könnt, hier geht's noch immer nicht. Ich habe jetzt eine ganz doofe Vermutung. Und das wäre jetzt mega mies, weil wir es... Ja, wir müssen, glaube ich, nochmal zurückfliegen. Und... Oh Gott, ich werde richtig liegen wahrscheinlich mit der Vermutung. Ich wette, wir müssen so eine Kapsel bauen. Ich denke, wir müssen so eine Kapsel bauen. Also nochmal Start, weiter. Wir können auch einfach auf den exotischen Planeten fliegen. Ist jetzt auch egal. Hauptsache, das war in der Nähe. Wir müssen da was bauen. Ich denke, dass wir da irgendwo eine Kapsel hinstellen müssen und das dann nur noch so geht. So, wo ist da unser Hauptquartier? Müssen wir das nicht aus dem All sehen? Ja, ich sehe da hinten auf alle Fälle was. Jetzt sind wir wahrscheinlich hier. Jetzt mal so als reine Vermutung. Nein. Also wie der Start. Ach, hey, ey. Was wird er jetzt an Treibstoff verbrennen, unnötig? So, nun zeig mir doch mal die Landestellen an. Irgendwo muss unser Hauptquartier doch sein. Wieso zeigt es uns denn nichts an? Ich lande einfach mal da. Oder sehe ich da hinten noch was? Also hier ist definitiv ein Fahrzeug von uns.
Deshalb ging ich auch davon aus, dass hier dann unsere Basis gewesen wäre, aber da ist nichts. Gut, wir fliegen vielleicht dann doch eher nach Hause. Ein bisschen frustrierend jetzt. Aber wobei, wir können doch auch zum Wüstenplaneten fliegen. Ha. Da haben wir doch auch schon Drucker stehen. Ach, das ist jetzt wirklich der Vorteil, dass wir schon auf vielen Planeten Infrastruktur haben. Wir sind angekommen und bitte. Ich möchte das Zeichen sehen, dass da eine Basis von uns ist. Oh nein. Oh. Das ist echt schlecht. Wieso zeigt es denn nichts an? Nee, so macht das keinen Sinn. Das werde ich mal so offscreen hier finden müssen. Wo da denn die Basis ist und die irgendwie markieren. Ja, verdammt. Gut, dann starten wir einfach weiter weg und gehen wieder zu unserem erdähnlichen Planeten. Nein. Fliegen wir zu Kark und von Kark aus kommen wir ja weiter. Passt schon. Oh Mann, haben wir jetzt viel Treibstoff verbrannt. Das ist also Kark, da wollen wir aber nirgends hin. Wir wollten eigentlich nur zu unserem erdähnlichen Planeten. Ja, das war jetzt wirklich viel Rumgefliege. Nun aber, wo ist denn hier unsere geliebte Basis? Na komm schon. Ach, hier zeigt es wenigstens was an. Das ist schön. Und guck mal, wir müssen hier zwei so Dinger verloren haben. Zwei Fahrzeuge. Ja, dann landen wir doch mal. Also, was ich damit sagen wollte vorhin ist, eventuell brauchen wir hier so ein Teil. Und dann müssen wir mal nachsehen, wie wir die drucken können. Sprich, was genau ist dafür benötigt. Genau, ein Habitat. Es braucht also zweimal Gemisch. Das ist die geringste Problematik. So. Ich hoffe einfach mal, dass es daran liegt. Dass das dann jetzt zukünftig benötigt wird und man dann erst irgendwie was ranbauen kann. Sollte das nämlich nicht der Fall sein, dann geht mir nämlich ehrlich gesagt auch langsam die Ideen aus. Oder wir sind mittlerweile Opfer eines Bugs geworden. Und das ist hier was, was ich immer ganz gerne glaube. Also gut, jetzt haben wir hier unser Teil. Jetzt würde ich sagen, nachdem wir ja noch da sind und wir hier auch noch Treibstoff irgendwo haben, füllen wir zumindest das Treibstoffdepot wieder ein bisschen auf. Denn wir haben jetzt ja ordentlich verbraucht. Alter Falter. Wow. Wir haben echt einige Kanister gebraucht.
Ja, zur Sicherheit werde ich sogar noch mal einen hier mitnehmen. Dann lass mal schnell noch ein bisschen was produzieren. Nun aber, jetzt probieren wir es einfach noch mal, ob wir starten können. Und dann da was bauen können, das wäre echt super. Also, wir möchten gerne wieder zurück auf den verstrahlten Planeten. Und ich weiß aber nicht, was hier abgeht. Das ist ein sehr merkwürdiger Bug. Na komm schon, du verstrahltest etwas. Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Nein, das ist der Wüstenplanet. Wir wollten doch zum Verstrahlten, verdammt. Naja, wenigstens können wir hier dann gleich mal gucken, ob wir da noch die Basis wiederfinden würden. Das sieht hier genauso beschissen aus. Ich glaube, wir müssen da echt so ein Signalding hinbauen, damit wir das zukünftig wiederfinden. Jedes Mal, wenn ich das Spiel entdecke, ich doch immer wieder irgendwas Neues. Oder die haben wieder irgendwas geändert. Krasse Sache, okay. Ja, ach so, das war der verstrahlte Planet. Dann passt das doch. Dann passt das doch. Da wollten wir doch hin. Was sieht denn gut aus? Landen wir doch einfach mal hier. Und jetzt hoffen wir das Beste. Wir können immer noch nichts bauen. Ach, warte. Aha. Ich habe eine Vermutung. So geht das jetzt. Okay, dann macht das Sinn. Dann macht das doch Sinn. Okay. Ja, geil. So verstehe ich das. Das ist okay so. Dann klatschen wir hier noch eins in die Richtung. So, sehr gut. Dum, die dum, die dum, die dum. Ich vermute, dass uns jetzt trotzdem wieder Harz fehlt. Ich sehe es ja schon kommen. Also als erstes brauchen wir hier einen 3D-Drucker. Der ist super wichtig. Genau, für den 3D-Drucker brauchen wir zweimal Kupfer. Okay. Ich habe wieder was vergessen.
Ich ärgere mich gerade so. Jetzt müssen wir das auch noch bauen. Okay. Dann lass doch mal gucken. Ach, ich habe eine Batterie dabei. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Wir kriegen das Problem doch gelöst. Wir kriegen das Problem nicht gelöst. Dafür bräuchten wir nämlich noch eine zweite Batterie. Okay. Dann bauen wir einfach ein Solarmodul. Super Sache. Das klatschen wir dann hier hin. Und hoffen, dass es auch irgendwann Tag ist und dass sie wieder auflädt. Okay. Jetzt haben wir das gebaut. Als nächstes brauchen wir hier direkt daneben noch etwas, wo wir dann Treibstoff herstellen können. Wir haben aber gar nicht mehr so. Oh doch, wir haben noch. Hier daneben dann Treibstoff. Dafür brauchen wir Kupfer zweimal. Das haben wir noch. Dann bauen wir das mal und ich würde jetzt schnell in Deckung gehen. Sag mal, ging die Tür nicht beim letzten Mal zu, als es so windig war? Ich denke schon. Naja, wie dem auch sei, die Folge heute war schon wieder ein bisschen länger. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Dann bauen wir hier das noch etwas aus und dann gucken wir mal. Ich glaube, ein kleiner Planet, sowas wie Kark, können wir auf alle Fälle auch nochmal besuchen und dort auch nochmal eine kleine Basis errichten. Ja. Ich würde sagen, bis dahin, ich wünsche euch was und ciao.